Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX. Heute am Dienstag, dem 10. Mai 2022. Nun ja, immerhin ein positives Zeichen von den Bullen. Oder man muss schon fast sagen, ein zumindest erstes Lebenszeichen. Denn hätten wir heute weitere Kursverluste gesehen, wäre der deutsche Aktienindex eben womöglich aus diesem abwärtsgerichteten Trendkanal herausgerutscht und damit hätte sich eben ein weiteres Verkaufssignal ergeben, nicht auf sofortigem Weg, aber auf übergeordnetem Weg eben das sogenannte Gap Closing bei 12.830 Punkten. Also nochmals Glück gehabt, ein Kursplus heute immerhin von rund 170 Punkten ist zustande gekommen, aber man muss jetzt immer noch schauen, gelingt eben jetzt wirklich hieraus mal ein Turnaround oder nicht? Das ist noch immer mit einem Fragezeichen versehen, hängt natürlich von der weiteren Kursentwicklung der amerikanischen Wall Street auch vor allem ab, die auch noch immer wieder versucht, sich zwischenzeitlich zu erholen, aber immer wieder von neuem Abgabedruck heimgesucht wird. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der DAX heute ein Kurs plus. In Summe, wir sind gerade bei Xetra auch durch. 154 Punkte sind es geworden. Aber man muss noch immer schauen, weil wir waren ja heute auch schon in der Spitze bei Kursen von über 13.700 Punkten angelangt. Das heißt, ähnliches Bild wie an der Wall Street. Man steigt, von oben kommen schon wieder Gewinnmitnahmen, aber zumindest beim DAX ist die weitere Talfahrt zunächst einmal gestoppt. Talfahrt allerdings bei Porsche, ein Minus von 5,95% in dieser Börsenwoche. Was ist jetzt jedoch das Interessante mit Hinblick auf die charttechnische Situation? Es wird auf jeden Fall spannend, denn Porsche hat ja schon einmal aus dieser Unterstützungszone eine durchaus beachtliche Kurserholung hinlegen können. Gelingt es wieder? Das ist die Frage. Das heißt, als Anleger sollte man hier gut Ausschau darauf halten, ob Porsche erstens sich an dieser Unterstützungszone beginnt zu stabilisieren und zweitens zu einer Umkehr tendiert. Wenn ja, Kurssteigerungen von 10-15% sind dann möglich. Vorsicht ist jedoch geboten, sollte die Kursunterstützung keinen Halt bieten, könnte sich eben die schon seit mehreren Monaten, muss man eigentlich fast sagen, intakte Kurskorrektur, wobei wir ja auch zwischenzeitlich sehr, sehr starke Erholungsbewegungen hatten, die aber wieder dann komplett aufgegeben worden sind. Also das ist, wie gesagt, derzeit eher ein Weg nach unten, aber die Bullen sind jetzt hier definitiv auch im Zugzwang und müssen liefern. Warten wir es ab. Warten Sie im Übrigen auch ab auf morgen früh, denn dann gibt es meine Trading-Idee der Woche. Sie wird auf einen amerikanischen US-Einzeltitel fallen. Also seien Sie gespannt, was ich hier für Sie vorbereitet habe. Auf jeden Fall ein spannender Trade. In diesem Sinne bis morgen früh.